Ich habe ein Auto mit TÜV für 250 Euro gekauft. Wie ihr in dem letzten Video schon erfahren habt, habe ich mir ein Auto gekauft. Es hat TÜV, aber natürlich hat es ein paar Mängel, die versuche ich jetzt zu beheben. Ein großer Mängel neben diesem komischen Motorgeräusch ist, dass das Radio nicht funktioniert. Das liegt zumal daran, dass hier kein Radio eingebaut ist. Oh mein Gott! Und um das zu ändern, habe ich ein Radio mitgebracht. Das hatte ich mal auf dem Flohmarkt gekauft. Das ist so ein Blaupunktradio, hat mich, glaube ich, damals 10 oder 15 Euro gekostet. Ich weiß nicht mal, ob das Radio funktioniert. Ich habe hier so einen Adapterstecker dran gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Den hat ja auch mal von AliExpress geholt. Und jetzt werden wir es testen. Dafür muss ich natürlich erst einmal die Zündung anmachen. So sehen die Kabel aus. Das hier ist durchgeschnitten, genauso wie das. Ich hatte das ja auch schon im letzten Video bemängelt. Wie gefuscht das einfach hier aussieht, so mit Tesafilm das abzuisolieren, ist grenzwertig. Aber kann man jetzt nicht ändern. ACC, das sollte Zündung sein. Ich habe auch noch irgendwo ein Bild, wo ich diese Belegung... Ich habe auch noch irgendwo ein Bild, wo ich die Belegung von diesen Kabeln und Steckern hier habe. Aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. Einmal schauen, ob das hier überhaupt so passen würde ohne Adapter. Das heißt, ich nehme von meinem Radio einmal diesen Stecker hier raus. Den Stecker habe ich jetzt einmal off-cam gelöst und jetzt packen wir das einmal hier dran. Man kann sich die Belegung ganz einfach merken. Hier ist ein Stecker, wo der unten einrastet und wo der in der Mitte einrastet. Das ist der, der in der Mitte einrastet. Den stecken wir einmal hier rein. Und dann gibt es den, der unten einrastet. Und den stecken wir hier unten rein. So. Dann hoffen wir mal, dass das Radio angeht. Nee, da tut sich nichts. Sieht so aus, als würde das jetzt erstmal nicht angehen. Auch wenn ich hier mit den Kabeln spiele, tut sich nichts. Niemals ist das Radio kaputt. Oh, das Radio geht an, das Radio geht an. Da tut sich auch was, ich höre was. Aber vom Radio, nicht von der Lautstärke her. Nee, ich mache jetzt Volume auf ganz hoch und da tut sich nichts. Aber es hört sich an, als wäre da eine CD drin, warte mal. Ja, geil. Der Besitzer oder der ehemalige Besitzer hatte hier eine CD gebrannt. Metallica, Nirvana, ATM und Soul kenne ich nicht. Soul kenne ich wirklich nicht. Packen wir das mal rein oder passen hier vielleicht sogar zwei CDs rein? Nee, das war's. Das heißt, ich werde jetzt einmal gucken, ob ich das mit dem Adapterstecker beheben kann, weil ich dort dann diese Zähne habe, die ich euch schon mal zeige. Hier ist dieser Adapterstecker und ich werde jetzt einzeln diese Kabel hier anpolen und schauen, ob ich vielleicht damit was erreichen kann. Es wäre nice, weil dann könnte ich wenigstens raushören, ob hier irgendwo ein Lautsprecher verbaut ist, der funktioniert. Weil ich sehe hier auf jeden Fall ein und auf meiner Fahrerseite. Aber anscheinend funktionieren die nicht. Es ist wohl ein Fluch, dass Autos, die ich kaufe, keine Lautsprecher haben, die funktionieren. Bastik Side-Eye. Criminal Offensive Side-Eye. Aber ich habe mich ja schon ein bisschen damit auseinandergesetzt bei meinem E24. Im Notfall werde ich diese Kappen einmal aufmachen bzw. abmachen und schauen, was für eine Verkabelung da lang fließt. Oder ich schaue im Internet mal, wie die aussehen. Weil wenn ich Kabel sehe, die so aussehen, kann ich mir sicher sein, dass das hier die Lautsprecher sind. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für den Ton. Dieses Kabel in Einzeltesten hat nichts gebracht. Ich werde mich jetzt erstmal damit auseinandersetzen, wie genau die Kabel hier bei diesem Radio fließen, also wo genau die Lautsprecher verbaut sind und die dann direkt anpeilen. Weil die Aufnahme fehlt, melde ich mich ausnahmsweise mal aus dem Cut. Ich habe es getestet, der Lautsprecher auf der Fahrerseite funktioniert gar nicht und der Lautsprecher auf der Beifahrerseite funktioniert zwar, aber hört sich richtig katastrophal an. Das heißt, Fahrerseite kaputt, Beifahrerseite funktioniert nicht wirklich, also ist auch kaputt, muss beides erneuert werden. Hinten sind tatsächlich keine Lautsprecher verbaut, leider. Das erklärt doch, warum diese Stecker nur in der Mitte die Belegung hatten. Also jeweils einmal Plus und Minus. Also insgesamt vier Kabel, zwei Plus, zwei Minus, so meine ich das. Dann habe ich auch noch erzählt, dass das Auto in die Werkstatt kommt. Ich bereite es hier gleich vor. Was ich damit meine, seht ihr jetzt. Damit ich mich in diesem 250 Euro Kfz wohlfühle, muss es natürlich sauber sein und jetzt nicht so abgeranzt wie hier. Dieser ganze Staub. Und das hier, diese Risse, das ist halt natürlich nicht so schön, da fühlt man sich unwohl drin.
Und diese Fußmatten bocken halt irgendwie auch nicht so, wie das gerade aussieht. Deswegen werden wir diesem kompletten Auto jetzt ein Makeover geben. Das heißt, Lenkrad wird bezogen, Schaltknopf kommt neu. Vielleicht hole ich mir diese Tasten auch in etwas schöner, da bin ich mir noch nicht so sicher. Das hier wird auch sauber gemacht. Hierfür habe ich schon gesehen, gibt es Getränkehalter. Zurzeit habe ich natürlich die hier, aber die will ich rausnehmen, weil die natürlich sehr, sehr laut sind. Die bocken mich nicht an. An sich ist das Auto auch relativ okay gepflegt. Ich hätte auch Lust, diesen kompletten Dachhimmel mal schwarz zu machen, weil ich nur an der C-Säule eine Verkleidung habe, die ich noch färben müsste. Das heißt, ich müsste das Dach einmal schwarz machen, diese Handgriffe und noch diese ganzen Elemente hier. Und dann wäre es auch schon fertig. Falls ihr sehen wollt, wie man so ein Dachhimmel schwarz macht, schreibt es gerne in die Kommentare, dann kommt auch mal so ein Video. Das hier wird wahrscheinlich einfach nur ein Cleaning ASMR. Ich mache jetzt ein Vorher-Video und dann kommt gleich das Nachher-Video. Mir ist hier bei der Kontrolle des Motors und des Motorraums neben dem ganzen Dreck und so aufgefallen, dass zum einen die Stecker alle sehr, sehr ölig sind. Hier vorne auch. Also könnte dieses Problem auch einfach nur an den Steckern liegen. Wenn man einmal hier genau hinschaut, sieht man hier vorne auch eine riesige Pfütze. Mal gucken, ob man das erkennen kann per Zoom. Sieht nicht so aus. Aber ja, da ist auf jeden Fall eine riesige Pfütze. Und was mir noch aufgefallen ist, dass die Kühlmittelflüssigkeit auf jeden Fall unter dem Minimum ist. Deswegen wollte ich hier einmal die Flüssigkeit nachfüllen. Ich brauche G12, weil der Name patentiert ist, heißt es in diesem Fall C12, C12 Plus sogar. Den muss ich einmal hier reinschütten. Ich habe es jetzt einmal aufbekommen. Was man hierbei beachten muss, ist, dass es genau in diesem Bereich sein muss. Also über dem Minimum, unter dem Maximum. Den machen wir einmal auf und nicht machen, während das Auto warm ist. Sonst platzt das alles und fliegt euch gegen die Fresse. Mal da reingucken. Ja, sieht okay aus. Ein, zwei Tropfen sind zu viel. Man kann das an dieser dunklen Linie erkennen. Das ist nicht allzu schlimm. Ich werde da noch mal kurz versuchen, ein bisschen rauszuholen. Aber so viel sollte auf jeden Fall genügen. Neuer Tag, neues Glück. Heute geht das Auto in die Werkstatt. So sieht es mit Kennzeichen aus. Das ist auch richtig eklig aus neben dem Mülleimer. Einmal hier den Spiegel aufklappen. Und rein damit. Ah, by the way, so sieht der Innenraum gerade aus. Picobello. Wirklich sehr gepflegter Zustand. So. Eine Kurbel haben wir immer noch nicht. Schlüssel rein. Ich wollte hier nochmal genauer zeigen, wie sich das Auto anhört. Ich bin auch ein Idiot. Kupplung vergessen. Könnte sein, dass das im Video ein bisschen mehr knallt, aber in echt knallt das eigentlich gar nicht. Ja, wenn das Auto ein bisschen warm ist, wird es auch ruhiger tatsächlich. Ich spüre jetzt schon einen kleinen Unterschied, aber ihr werdet später genauer sehen, was los ist. Heute ist jetzt Mittwoch. Ich will das Auto am besten heute wieder von der Werkstatt abholen, aber ich denke mal, es dauert ein, zwei Tage. Kleiner Spoiler, ich habe das Auto immer noch nicht. Der soll einfach nur gucken, was das Auto hat, was repariert werden muss. Und danach habe ich hoffentlich ein funktionierendes Auto mit TÜV für 250 Euro gekauft. Gib ihm! Ich denke mal, in diesem Video werdet ihr auch noch erfahren, was das Auto hat. Falls nicht, sage ich jetzt schon mal Daumen nach oben und abonnieren, falls dir das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!